Und wir wären wieder mitten in der Nacht wach. Obwohl, ganz in der Nacht kann es nicht sein, die Vögel zwitschern ja. Die Cap ist wirklich sehr, sehr cool. Absolut Ding. Ah, okay. Wir haben auch schon... Es ist morgen. Was? Was denn bitte? War AJ jetzt... War AJ jetzt so lange im Bett? Den ganzen Tag? Okay, also wir warten natürlich auf den Angriff, ne? 2 Wochen später. Okay. 2 Wochen. Haben wir überhaupt so viel Essen gehabt? Für 2 Wochen? Okay, Bombe. Okay. LJ? Wo ist LJ? Das ganze Haus ist voller Fallen und LJ ist nicht da? Wo bist du? Oh, das war ein Traum, oder? Oder? Oh, bitte lass das ein Traum sein. Wo ist denn jetzt hier ein Baby? Plötzlich hier. Oh! Schön glänzendes Pferd. Ich glaube, die Nummer stand gerade auf dem Kopf. Nicht Zimmernummer. Baby? AJ! Oh, was ist denn das jetzt? Oh, Clemmy, aufwachen. Die Season hat auf jeden Fall richtig coole, unheimliche Komponenten. Okay, krass. Willkommen, Baby! AJ. Also soll das Baby jetzt AJ darstellen, oder was? Wahrscheinlich. AJ, was machst du? Pinkelst du in die Fliegenfalle? Denselben, den du früher immer hattest. Über das, was auf der Ranch passiert ist. Mir geht's gut. Geht gleich wieder. AJ, hey. Ich bin ein bisschen beängstigt manchmal, der Kleine. Mein Messer. Hast du auch schlecht geträumt? Die hast du in letzter Zeit oft. Ja, ist ja kein Wunder. Ich meine, was so eine Situation mit so einer Kinderpsyche macht, kann ich mir ansatzweise ausmalen. Also. Ich will immer wach bleiben. Das schaffe ich schon. 18 Tage lang. Wenn ich alles gebe. Das Messer ist neu. Hast du das gemacht? Wann? Weiß nicht. Während du weg warst. Das war viel Arbeit. Ich musste immer dran denken, bis es fertig war. Ah! Komm, ich bring dich ins Bett. Nein. Du musst mich nicht immer kontrollieren. Du sagst, ich soll tapfer sein. Das bin ich. Du sagst, sei stark. Und das werde ich sein. Und mutig, die ganze Zeit. Du sollst stark sein, nicht dumm. Bin ich nicht. Du bist gemein zu Leuten, die dir helfen wollen. Das ist dumm. Bitte, nenn mich nicht dumm.
ihr seht, so Kindererziehung kann ich. Tut mir leid, dass du die ganze Arbeit machen musstest. Ihnen zeigen, dass ich gut und clever bin. Cleverer als sie. Spring doch jetzt hier nicht von Schränken runter hier mit deiner Bauchwunde. Damit du nicht alles tun musst. Wohin gehst du? Auf Patrouille. Patrouille. Wegen der Gefahr. Böse Leute. Monster. Wovon deine Albträume halt handeln. Und wenn du stattdessen hier bleibst? Leg dich wieder hin. Ich bleib wach und pass auf, dass keine Albträume mehr kommen. Das kannst du nicht. Du kannst ja nicht zaubern. Woher weißt du das? Vielleicht habe ich es dir nur nie gesagt. Nee. Was ist denn? Kann ich vielleicht in deinem Bett schlafen? Wie früher, als ich klein war? Ja. Na komm, kleiner Mann. Na klar. Ich hab keine Angst. Aber lass mal das Messer da liegen. Kann ich verstehen. Glaubst du, das brauchst du? Das ist einfach ein Hin- und Her-Glitschi hier, Alter. AJ? Was? Du bist immer noch klein. Ja, ich weiß. Das ist so ein krasser Persönlichkeitssprung, den Clem gemacht hat, jetzt dadurch, dass sie jetzt quasi so eine Art Zielmutter für ihn ist. Wie alt ist sie? 14, 13 oder was? Das ist selber nur ein Kind. Bereit für die Arbeit, Kleiner? Von Albträumen werde ich immer noch müde. Ich auch. In deinem Bett habe ich besser geschlafen. Ich bin mit der Wache dran. 16. Okay, danke, Vajona. Clem ist 16. Aber, ja, 16. Was denn? Nichts ist. Kein Alter, um in so eine Situation zu kommen. Nimm doch einmal etwas ernst. Ich nehme das schon seit Tagen ernst. Schon seit über 2 Wochen tue ich das. Wie alle anderen auch. Was willst du? Hey. Worum ging's denn gerade? Ich dachte, Lily und Abel wären längst hier. Ich frag mich, worauf sie warten. Keine Ahnung. Ich wollte nur Zeit zur Vorbereitung. Wahrscheinlich Verstärkung. Aber die Warterei ist ätzend. Alle sind so angespannt. Ja, wahrscheinlich ist das auch so Zermürbungstaktik, ja. Könntest du mal nach allen sehen, ob sie ihren Scheiß auch richtig machen? Klar, mach ich. Danke, Clem. Ich sollte jetzt mal den hinteren Gang vernageln, nachdem Louis es nicht macht. Okay, na gut. Go away! Na gut, hier ist natürlich... Hilf allen bei den Vorbereitungen. Hier ziemlich bringt das Schild Botschaft. Natürlich nicht so viel. So auf der Seite der Mauer. So, was macht unser Niki Fahnenmast? Achso, jetzt haben wir jetzt. Hoffentlich kriegen die Plünderer wenigstens Angst. Oh, wie stinken muss. So, warte mal, Fahnenmast. Fahnenmast. Auf so etwas würde ich nie schwören. Fuck you, Raiders. Schön. Schön, gefällt mir. So, Louis. So, ich würde sagen, du übst noch ein bisschen, was ist los? In ein paar Wochen oder Tagen oder Stunden kommen die Plünderer. Fackeln alles ab, stehlen alles oder töten uns. Und dann ist es egal, wie schlecht ich war. Die Plünderer brennen nichts nieder und entführen niemanden. Wir beenden es. Du klingst wie Marlon. Also, nicht beim Kämpfen, aber deine Aufmunterungsversuche. Du weißt schon. Ich habe jahrelang nur dumme Witze gemacht und dumme Spiele gespielt und habe meinen besten Freund mit der Verantwortung allein gelassen. Den schweren Entscheidungen, den schlaflosen Nächten. Und am Ende eine Kugel in den Kopf. Lass das doch mal hinter dir jetzt, ey. Das ist doch, also... Und dann, als du uns sagen wolltest, wie er wirklich ist und AJ ihn erschossen hat, gab ich euch beiden die Schuld. Ich weiß, ich... Also ich wollte nicht... Ich kann's nicht ausdrücken. Ich vergebe dir. Ich verstehe, warum du es getan hast. Ich bin nicht wütend. Er war mein bester Freund, wie ein Bruder. Aber was er getan hat,
das war abgefuckt. Hier, nimm du. Wirklich? Yeah! Der gehörte doch Marlin. Ja. Und er hat damit die Schule verteidigt, bis... Herr mit dem Kompositbogen. Bis er aufgehört hat. Ich nehme ihn. Los, probier ihn aus. So! Ja, die Richtung, bitte. Du gibst mir jetzt Tipps? Okay. So, dann schauen wir mal. Und nur zur Info, ich lach mich schief, wenn du nicht triffst. Ich glaube nicht, dass du in der Position bist, irgendwie hier zu lachen. So, okay. Wir zielen. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen höher anhalten. Nö, das ist ziemlich präzise. Okay. Also, ich finde, dass ich das ziemlich gut gemacht habe. Verdammt! Ich darf dich nicht wütend machen, wenn ich mit einem großen roten Kreis auf der Brust vor dir stehe. Wenn du noch mehr üben willst, sag mir Bescheid. Okay? Jojo, an der Stelle muss ich leider sagen, es kann sein, dass das eventuell zu einem Unfall kommt. Einem Jagdunfall. Mit Pfeil und Bogen. Also, freunde dich nicht zu sehr mit Luis an. Das könnte da eventuell, aber das ist eine andere Geschichte. So, nimm den Bogen. Kann ich den jetzt einfach mitnehmen oder macht sie dann wieder Schießübungen? Ah, sie macht wieder Schießübungen. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Dachte, vielleicht könnte man einfach mitnehmen. Dankeschön. So, okay. Gut, das war es, Luis. Schauen wir mal, da drüben sitzt Mitch. Oder wir können ja erstmal zu 10 ist das. Ah, okay, alles klar. Meinst du, dass Sophie und Minnie bei ihnen sind, wenn sie kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Oh ja, das ist natürlich... Ich halte Wache, Clem, wegen der Gefahr. Wie, Patrouille? Gott. Nein, Clem. Wache ist total anders als Patrouille. Warum? Man geht nicht. Oh, stimmt. Bestechende Logik. Man geht einfach nicht. So, Goody. Betrachte den Haufen Köpfe. Wozu denn, Alter? Wozu liegen hier ein Haufen Köpfe rum? Was stimmt denn mit euch nicht, Kids? Junge, Junge. So, Mitch, alter Bombenbastler, was ist los? Hey, was machst du da? Testen, ob die Bombe hochgeht. Okay. Das kleine Ding bringt niemanden um. Ich will nur sehen, ob sie zündet. Das muss es. Unser ganzer Plan hängt von dem kleinen Ding ab. Wenn sie reinkommen, muss ich die Bombe zünden, während ich sie ablenke. Erwarte das Unerwartete. Ja, so in der Art. Das habe ich auf einem dieser blöden Motivationsposter gelesen. Die hing früher immer in der Schule. Mhm. Als der ganze Wahnsinn losging, habe ich sie runtergerissen. Blöder Mist. Kannst du? Meine Hand ist nach dem anstrengenden Tag total im Eimer. Schön, dann fliegen uns jetzt also die Finger weg. Lauf. Bleib zurück. Zurück, weiter zurück, Freunde. Verdammte Scheiße. Wenn das nicht funktioniert. Verdammte Scheiße! Das klappt schon noch. Versuch's weiter. Ich hab ja nicht alle Zeit der Welt, Wissenschaftler zu spielen und den Scheiß auszutüfteln. Entspann dich, Mitch. Ich mach das. Ich brauch nur mehr Zeit. Alleine. Zum Nachdenken. Schon verstanden. Ich geh dann mal. Aber danke. Für deine Hilfe. Na, siehst du, geht doch. Du hast Mitch mit seiner Bombe geholfen. Ist auch ein toller Satz, den man mal so stehen lassen sollte. So, okay. Ich glaube, Violet muss ein bisschen auf gemuntert werden. Hinterer Korridor ist sicher. Wie sieht's aus? Okay, oder also... Einfach total scheiße? Also, es ist nicht perfekt, ehrlich. Aber sie versuchen es. Mit allen Mitteln, die sie haben. Mehr kann man nicht tun. Mehr kann man an der Stelle nicht machen. Man kann verhindert versuchen. Nicht, dass sie entführt werden. Versuchen hält die Plünderer nicht davon ab, unser Zuhause abzufackeln. Aber wir werden unser Bestes geben. Clem! Seit die Beißer Leute fressen, gibt es keine Teilnehmerurkunden mehr. Du bist ein Langweiler und deine Idee ist blöd. Ach, ich bin blöd. Du kannst doch nicht logisch denken, wenn du dich hören könntest. Mann, was zur Hölle? Violet meinte, wir sollen zusammen die Fallen vorbereiten. Aber Asim hört nicht auf mich. Das heißt nicht, dass ihr euch anschreien müsst. Halt dich da raus. Ich hab eine Idee. Wir füllen Kleidersäcke mit Ziegeln. Wenn die Plünderer zum Gebäude kommen, lassen wir sie fallen. Willy hier will einen Plünderer mit einem riesigen Baumstamm umhauen. Wenn überhaupt. Total idiotisch. Du bist ein Idiot. Du bist kindisch. Bin ich nicht. Ich will helfen. Dann hilf.
und hör auf zu streiten. Weil ich einfach Baumstamm fallen mag. Schaden machen. Hab ich doch gesagt. Was die Ewoks hingekriegt haben, werden wir auch hinkriegen. Schaden an einer Person, wenn er überhaupt wen trifft. Ich weiß nicht, warum ich überrascht bin. Wann hat Steiner haut jetzt auch nicht gerade 20 Leute für immer um. Die Schule gemacht. Selbst Wache schieben war zu schwierig. Was zur Hölle? Tja, Asim, verdient. Hey, alles klar? Ja, prima. Mist! Mann, wir bringen uns noch gegenseitig um, bevor die verdammten Plünderer kommen. Wir brauchen ein Ventil, um Druck abzulassen. Ich wollte gerade sagen, die Nerven liegen halt aber auch einfach blank, ne? Irgendwie, wenn du in so einem Belangungszustand hey, bist irgendwie und du weißt nicht, wann sie kommen. Dich. In der Ecke sitzen und schmollen, das hilft nagt. Uns auch nicht weiter. Das nagt. Komm, lach mal wieder. Du wirst jeden Tag ätzender. Egal. Ich habe einen Plan entwickelt, die Stimmung zu verbessern. Und der Plan ist ein Spiel. Oh, nicht wieder. Frage, Antwort. Komm, wir müssen spielen. Okay, ich komme. Wir haben seit Wochen nichts gespielt. Seit dem Abend mit Marlon. Und lief also, super damals. Wenn du Ruby fragen willst, ob sie mitspielt, ich warte gern. Halt's Maul, Alter! Oh, du bist in Ruby Asim, verknallt? Asim steht auf Ruby. Was spielen wir? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Pflicht spielt man doch nicht mit Karten. In dieser Version schon. Alle ziehen. Die höchste Karte darf fragen, die niedrigste muss antworten. Das wird witzig. Mal sehen. Okay. Wahrheit. Heiraten, ficken, umbringen. Wahrheit. Hat sie also nicht gesagt, hat sie nicht gesagt. Flippen, umbringen. Ruby, Asim oder James, der Typ, der dich gerettet hat. Oh Gott. Ach, du musst antworten. So sind die Regeln. Ach, mal sehen. Heiraten würde ich. So, Chat. Jetzt ihr. Okay, wir sagen, wir heiraten Ruby. Vorsicht, Asim. Die kommt angerauscht und ruiniert dir deinen Traum. Sehen, wa? Du musst zugeben, dass Clem viel toller ist als du. Ich flippe. Flippen, 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 flippen. Krieg flippen, dich ein, flippen. Junge. AJ. Na denn, ich weiß nicht. Kann ich mich einfach ablaufen lassen? Ja, Asim ist mir total Latte irgendwie. Denn aber ein Typ, der mit einer Zombie-Maske rumläuft, also was. Also. Ich weiß nicht. James, das ist eine Pest und Cholera, keine Ahnung. Du sprichst grauenhaft ganz anders aus als ich. Hast du nicht gesagt, er hatte Haut an? Menschenhaut? Jetzt überlegt euch mal, wie Asim sich jetzt fühlen muss. Weißt du was? Vergiss es. Was umbringen tust du also? Das ist der Wahnsinn. Asim! Oh, Gott sei Dank. Was? Du würdest lieber sterben, als Clem zu flippen oder zu heiraten? Ich, nein. So habe ich das nicht gemeint. Das ist doch super. Wir lachen, wir verstehen uns und wir denken mal nicht an mordlustige Arschlöcher, die uns verschleppen wollen. Überhaupt ja nicht unangenehm gerade gewesen. Auf zur zweiten Runde. Ah, da weiß ich auch schon, wie die Folge heißen wird auf YouTube. So, ich möchte jetzt mal hier eine hohe Zahl ziehen. König Ed. Ich habe gewonnen. Und der arme Asim hat verloren. Definitiv. Pflicht. Okay. Okay. Gebt euer Schlimmstes. Was machen wir? Geh ein Beißer küssen. Oh! Oh! Gib Ruby einen Kuss. Du musst Ruby um einen Kuss bitten. Ernsthaft? Der Pflichtklassiker. Sei froh, dass du nicht eine Minute mit ihr in den Schrank musst. Sehr schön. Schön. Asim, das lief. Tja, ich glaube, wir haben heute alle etwas über unseren guten Freund Asim gelernt. Hauptsächlich, dass er keinerlei romantischen Charme hat. Klappe. Aufgepasst, Leute. Runde 3 geht los. So, Runde 3. Ich glaube nicht, dass wir jetzt tatsächlich eine hohe Zahl haben. Ich hab's.
Wir haben den armen Asim wegen der süßen Ruby übel geärgert. Nein. Also müssen wir auch jemand anderen wegen seiner unerwiderten Liebe ärgern. Nein. Also, Clem, gibt's hier jemanden, den du magst? Ja, AJ. Ernsthaft? Magst? Bist du 6 oder was? 7. Danke. Naja, das ist dann wohl meine Antwort. Clem hat für nichts und niemanden Gefühle. Asim, du hast die höchste Karte. Und verloren hat Tennessee. Was hast du noch nie irgendjemandem erzählt, weil du Angst hattest, dass du ausgelacht wirst? Ganz genau. Ich hab mal Menschenfleisch probiert. Dass es die Beißer nicht ewig gibt. Irgendwann verschwinden sie. Weil die Welt ein Kreislauf ist, oder? Eiszeit, Steinzeit, irgendwelche anderen Zeiten. So ist das eben. Der Kleine ist seinem Alter so voraus, ey. Und eine andere beginnt. Eine Zeit ohne Beißer, wie es früher war. Das hoffe ich. Warum sehen mich alle so an? Habe ich das Spiel versaut? Nein. Das ist echt schön. So habe ich das noch nie gesehen. Was ist los, AJ? Ich wollte gerade sagen. Ich weiß nur nicht, wie es ist. Ihr alle schon, nur ich nicht. Ich erinnere mich nicht an eine Zeit ohne Monster. Weißt du was, kleiner Mann? Das ist total okay. Glaub mir, die Welt vor dieser war ziemlich beschissen. Und das ist die richtige Stelle, um Schluss zu machen. Wir müssen sowieso die Arbeit fertig kriegen. Es wird dunkel. Hältst du Wache? Ja. Clementine ist nach mir dran. Kann ich mitkommen? Aber sicher doch, Kleiner. Hey. Hey. Brauchst du Hilfe mit dem Baumstamm? Ja. Er ist echt schwer. Bauen wir den tödlichsten Baumstamm aller Zeiten. Na, cooler Move von Asim. Finde ich gut. Sorry wegen vorhin. Schon okay. War ein guter Treffer. Ich bin unterwegs zum Glockenturm. Ich will vor dem Schlafengehen noch die hintere Wand überprüfen. Brauchst du Hilfe? Klar, wenn du Lust hast. Du kannst mir auch stattdessen helfen. Ich habe Klavierdienst. Auf gar keinen Fall. Ich muss noch ein wenig üben, bevor jemand es noch zu Brennholz machen will. Ich will ein Projekt versuchen, das nur zu zweit geht. Chat, ich lege in eure Hände. Wirklich. Ihr kennt meine Meinung? Mit Samienwurst würde ich jetzt mit wie gehen. Ja, weil ich gebe euch zu bedenken irgendwie. Ich weiß, ihr wollt jetzt hier eine romantische Beziehung auf Flammen lassen hier. Aber wenn wir jetzt mit Louis gehen, sind wir wieder in der Klavierklimperhülle. Ja? Dialoge über Dialoge. Minutenlange Geklimper. Lautet überschreiende Geklimper. Gebe euch das zu bedenken. Ja, und das, ne? Das heißt nicht, dass da was passieren wird. Gut, der Chat hat eine Tendenz. Ich will nicht. Ja, noch hier eine Romantiker macht hier nochmal Kerzen an, Alter. Ach, und plötzlich dachte, ich schau nochmal in die Tasten, bevor die Hölle losbricht. Eine gute Idee. Ich vermisse gute Musik wirklich. Ja, just, viele ja, Leute just. Würden sagen, auch jetzt würdest du keine hören.
Also, klingt gar nicht mal so wie gut. Wie denkst du über unseren bevorstehenden Tod? Wir werden nicht unbedingt sterben. Wir könnten auch entführt, verletzt, verstümmelt, gefressen werden. So viele Möglichkeiten. Hab ich aber Angst. Fühl mich selbstbewusst. Du weißt, ich bin für dich da. Also, war das jetzt bei zu spät, welchem Projekt oder soll ich dir helfen? Klingt schrecklich, was? Wir müssen es nur stemmen. Dafür brauche ich dich. Und ihr habt schon gedacht, da ist was, wa? Aber nicht. Wenn ich das Zeichen gebe, spielst du die A-Note. Ja, und wo ist die A-Taste? Du weißt schon, die A-Taste. Neben der B-Taste. Gleich unter der G-Taste. Wie konnte das passieren? Die Autotür schlug dagegen. Ach, makaber. Du kannst auch mit 9,5 genauso gut spielen. Gut, das hat jedenfalls geholfen. Drück die Pedale, während ich noch ein paar Sachen umschreibe. Klasse, der Teil ist genial. Schnell, blas jetzt auf die Saiten. Ja, klingt komisch, aber blas darauf. Wenn sie kälter werden, kommt die Harmonie zustande. Was? Okay, super. Nichts passiert. Weil man so ich wollte gerade sagen, dass gar nichts passiert, Alter. Ist das Idiot. War aber witzig. Irgendwas hätte ich tun können, auf Molekularebene oder so. Bringt vielleicht Glück, so in die Saiten zu hauen. Du bist allerliebst. Du bist super niedlich. Niedlich? Wow, ach, toll. Stets zu Diensten. Ach, gib mal, plötzlich doch gestimmt, ja? Was spielst du? Und sag jetzt nicht ein Klavier. Ein Lied. Von mir. Echt? Wie heißt das? Weiß ich noch nicht. Hier, zum ersten Mal gespielt. Das sollten wir feiern. Das gefällt mir gar nicht, wo nicht hier auf Attitin ausläuft. Bist du fertig mit dem Klavier? Ich finde, du kannst wirklich gut schnitzen. Ich sag gerne, schnitzen. Schnieschner schnitzen. Okay, Schluss jetzt. Ach, Chat. Ach, Chat. Na. Das ist ja Jojo, ich geh total ab. Wir fragen einfach mal, was das hinausläuft. Sollen wir eine Romanze mit Luis eingehen? Entschuldigung, ist mir kurz mal aufgestoßen. In dem Falle. In dem Falle hat der Chat entschieden. Hier hast du dein Messer, ja, mein fertig. Freund. Ein schönes Buchstabenpaar, wenn ich das ganz bescheiden sagen darf. Clementine. Will ich da noch weiterhin schnitzen. Also, ich buddel mich in ein tiefes Loch, aus dem ich nie wieder rauskomme. Cool? Cool. Zeit, ernst zu machen. Ernst? Was? Ist dir nicht gut? Nicht wirklich, nein. Mm-mm. Danke, dass du hier bist, zuhörst, an den Seiten zupfst. Dass du herkommst und mir bei meinem Projekt hilfst, nachdem ich dir so viel zugemutet habe. Und alles, was ich verarbeiten musste, für mich selbst. Alle hören die Witze, das Klavier, dann hört aber keiner mehr zu. Aber du hast weitergelauscht. Für Jojo. Für, also, das wird jetzt nichts verändern. Ich kann ja sagen, dass ich ihn mag. Ist ja okay. Du bist halt ein Kumpel. Ich mag dich echt. Also richtig mögen. Naja, nee. So weit irgendwo nicht. So, nein. Keine Witze? Nichts? Nee, so weit sollte das jetzt hier nicht gehen. Wie soll das Lied heißen? Clementine, natürlich. Nur, weil ich die Frucht mag. Und dich mag ich noch viel mehr. Ja. Da hast du's. Ich habe echt viel erwartet, ehrlich. Aber keine Liebeserklärung von dir. Dass du mich im Schlaf erstichst. Ja, Liebeserklärung. Ich mach's für Clemmy. Nein! Oh, nee! Will ich nicht alle sehen. So, Jojo, das war jetzt nur für dich. Ich
muss los. Mehr wird da nicht passieren. Ausende, hier wird nicht geklimpert. Ja, das willst du nicht verpassen. Klingt nach echt viel Spaß. Und wenn ich Ruby sehe, küsse ich jetzt erstmal Ruby. Bitte? Warum, Alter? Belly, don't do this. Siehst du, jetzt kommt nämlich James vorbei. Der Typ, er wird bei Ihnen sein. Abel, ja. Und mit, was? Abel? Wieso Abel? Deine Albträume. Sie drehen sich alle um ihn, oder? Ja. Darf ich fluchen? Ja. Ich finde, es wird Zeit. Wenn du fluchst. Scheiß drauf. Wirklich? Mach ruhig, Kleiner. Alle fluchen. Ich bin so eine scheiß Vorbildsfunktion. Ich hasse das verfickte Kackarschloch. Verdammt nochmal. Wow, das war jetzt schon übertrieben, oder? Was hat die Azetto? Versuch an was anderes zu denken. Zähl die Monster, die du siehst. So viel wie sonst auch. 3, 4. Es ist okay, wenn Abel dir Angst macht, AJ. Du kannst damit umgehen. Da draußen sind 10 Monster. 10 ist schon ganz viel. Er macht mir keine Angst. Aber wenn er herkommt, gehört er mir. Ich bringe ihn um. Jetzt red nicht so salopp übers Töten. AJ, mir gefällt nicht, wie du redest. Töten ist nie leicht oder spaßig. Tu nicht so, als ob. Jojo, von dir möchte ich jetzt hier nicht so weit hören. Du hast heute nur noch... Ich verspreche es jetzt immer ernst zu nehmen. Du hast heute nur noch positive Worte, bitte. Du hast sie bekommen, was du wolltest. Jetzt sind es 12. 12? Und wenn wir Schere, Stein, Papier spielen? Wenn ich gewinne, darf ich Abel zuerst angreifen. Nein. Ich schaffe das, Clem. Bitte. Immer noch nein. Dann musst du nicht schmollen, du Kleiner. Irgendwann kannst du nicht mehr nein sagen. Was hast du gesagt? Nichts. War nicht so gemeint. Clem, so. Ich sehe was. Kein Weißer? Hier, guck mal. Oha, okay, die kommen hier mit der Kutsche. Das ist kein Beißer. Gute Arbeit, AJ. Gut gemacht, kleiner Mann. Komm, wir müssen Bescheid sagen. Haben wir jetzt keine Möglichkeit, ein Signal zu geben oder so? Müssen wir jetzt wirklich runterlaufen und